Ja, vielen Dank. Die Föderalregierung hat Ende April diesen Jahres den belgischen Haushaltspfad für die kommenden Jahre bei der EU-Kommission eingereicht. Dieser beeinflusst auch die Haushaltsperspektiven der Regionen und Gemeinschaften. Ihrerseits hat die EU-Kommission vor kurzem Vorschläge zu einer begrenzten Flexibilisierung der europäischen Haushaltsregeln vorgestellt, die unter anderem eine auf die individuelle Situation der einzelnen Mitgliedstaaten zugeschnittene Vorgehensweise für die Festlegung zukünftiger Haushaltspfade vorsieht. Dazu meine Fragen: Welchen Einfluss hat der von der belgischen Föderalregierung bei der EU-Kommission hinterlegte Haushaltspfad auf die zukünftigen Haushaltspläne der DG? Wie beurteilen die belgischen Regierungen die Kommissionsvorschläge zur Anpassung der europäischen Haushaltsregeln? Und welchen Standpunkt vertritt in diesem Zusammenhang die Regierung der deutschsprachigen Gemeinschaft, insbesondere bezüglich der in Zukunft nur noch begrenzt möglichen Neutralisierung von Investitionen bei der Berechnung von Haushaltsdefiziten und Schuldenständen? Vielen Dank, Herr Präsident. Die Europäische Kommission hat vor genau 2 Monaten am 8. März diesen Jahres ihre haushaltspolitischen Zielvorgaben für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union veröffentlicht. Unser Land wurde darin aufgefordert, das konsolidierte Defizit des gesamten Staatshaushaltes bis 2026 auf unter 3% des Bruttoinlandsproduktes zu senken. Der belgische Hohe Finanzrat hat dann vor einem Monat, am 7. April, 3 unterschiedliche Szenarien mit Haushaltspfaden für den Föderalstaat und die Gliedstaaten vorgeschlagen, die es unserem Land erlauben sollten, die von der Europäischen Kommission vorgegebenen Ziele konsolidiert zu erreichen. Mit diesen 3 Szenarien haben wir uns dann in der interministeriellen Konferenz der belgischen Finanzminister intensiv beschäftigt. Als deutschsprachige Gemeinschaft haben wir uns selbstverständlich aktiv an diesen Diskussionen beteiligt. Ich habe für unsere Gemeinschaft daran erinnert, dass wir als erste Gemeinschaft unseres Landes schon im April 2020, also 6 Wochen nach Ausbruch der Corona-Krise, einen krisenbedingt angepassten Haushaltspfad erarbeitet hatten. Ich habe für die deutschsprachige Gemeinschaft vorgeschlagen, den laufenden Haushalt schon im Jahre 2025 wieder ins Gleichgewicht zu bringen und nach 2028 komplett auf jede Form der Neutralisierung von Investitionen zu verzichten. Wir haben der belgischen Finanzministerkonferenz exakt die Haushaltszahlen und exakt die Haushaltsziele unterbreitet, die ich Ihnen hier am 24. April vorgestellt habe, die in unserer langfristigen Finanzplanung stehen und über die wir ja gleich im Ausschuss noch sprechen werden. In diesen Zahlen sind auf den Euro genau für jedes einzelne Jahr alle Haushaltsziele der deutschsprachigen Gemeinschaft enthalten. Und ich darf Ihnen mitteilen, darauf kommt es mir an, dass die belgische Finanzministerkonferenz keinerlei Einwände gegen unseren Haushaltspfad und keinerlei Einwände gegen unsere Haushaltsziele hatte. Die belgische Finanzministerkonferenz hat den Haushaltspfad der deutschsprachigen Gemeinschaft genauso, wie wir ihn vorgeschlagen hatten, 1:1 in das belgische Stabilitätsprogramm 2023-2026 übernommen. Und der Konzertierungsausschuss hat dieses belgische Stabilitätsprogramm vor genau, ja, ungefähr einer Woche am 28. April offiziell zur Kenntnis genommen und fristgerecht an die Europäische Kommission weitergeleitet. Der im Konzertierungsausschuss abgestimmte, bei der Europäischen Union hinterlegte belgische Haushaltspfad steht im Einklang mit den Regierungsbeschlüssen des Föderalstaates, der Gemeinschaften und Regionen, also auch der deutschsprachigen Gemeinschaft. Und wenn sich alle Partner an dieses vereinbarte Stabilitätsprogramm halten, kann das konsolidierte Haushaltsdefizit des belgischen Staates, wie von der Europäischen Union gefordert, bis 2026 auf unter 3% des belgischen Inlandsproduktes gesenkt werden. Im Einzelnen gehen wir davon aus, im Jahre 2023 ein nominales Defizit von 5,1%,
in 2024 von 4,2%, in 2025 von 3,3% und in 2026 von 2,9% zu erzielen. Der strukturelle Saldo, der noch wichtiger ist als der nominale, sollte 2026 auf 2,7% fallen. Nun hat die Europäische Kommission in der Tat vor knapp zwei Wochen Legislativvorschläge zur Revision des Stabilitäts- und Wachstumspaktes vorgelegt. Das sind keine Beschlüsse, das sind Vorschläge. Und damit werden sich sowohl der Rat als auch das Parlament der Europäischen Union zu beschäftigen haben. In der belgischen Finanzministerkonferenz haben wir uns damit noch nicht auseinandersetzen können. Die Vorschläge liegen ja auch erst seit knapp zwei Wochen offiziell auf dem Tisch. Alle sind dabei, mögliche Auswirkungen einer solchen Reform zu ergründen. Es gibt noch keine abgestimmte belgische Position dazu. Ich möchte natürlich den anstehenden innerbelgischen Diskussionen nicht öffentlich vorgreifen, bedauere aber schon auf den ersten Blick, dass man in den Vorschlägen keine Sonderbehandlung für wichtige Zukunftsinvestitionen, zum Beispiel in den Klimaschutz oder auch in die Digitalisierung, vorsieht. Darüber wird innerhalb des Rates und in den anstehenden Verhandlungen zwischen Kommission, Parlament und Rat mit Sicherheit noch gesprochen werden. Ich bleibe dabei, dass die europäischen Buchhaltungsregeln Abschreibungen von Investitionen zumindest in wichtige Zukunftsinvestitionen erlauben sollten, so wie das auch in der Privatwirtschaft mit Investitionen immer möglich ist. Für uns als deutschsprachige Gemeinschaft ist vorerst entscheidend, dass es in Brüssel keine Vorbehalte gegen unseren Haushalt 2023 und auch keine Vorbehalte gegen unseren mittelfristigen Haushaltspfad gibt. Wir halten also an all unseren finanzpolitischen Zielen fest. Ja, vielen Dank für diese Information. Das zeigt ja im Einzelnen dann, wie unsere eigene Haushaltsarbeit verwoben und auch synchronisiert ist mit dem, was auf gesamtbelgischer Ebene mit Blick auf die EU-Vorgaben geschieht. Und das ist, denke ich, auch sehr wichtig und richtig. Wir können natürlich auch nicht vorhersagen, was das genau bedeutet. Aber auch meines Erachtens wird das ja auch dann uns im Herbst noch konkreter beschäftigen, wenn wir über den Haushalt 24 und den damit verbundenen angekündigten Haushalt 25 reden werden. Ich möchte die Regierung aber auffordern, sich weiterhin engagiert dafür einzusetzen, dass es zu diesen Flexibilisierungen im Bereich der Investitionen kommt. Das kann man machen, indem man die SEC-Normen ändert, wie Sie gerade gesagt haben. Das kann man auch machen, indem man gewisse Investitionen aus der Berechnung rausnimmt. Das ist eine technische Frage, aber wichtig ist, dass es gemacht wird. Und da sind natürlich sehr schwierige Diskussionen zu erwarten, denn schon die jetzigen Vorschläge der EU-Kommission, die Sie meines Erachtens zu Recht als nicht weit genug gehend bezeichnet haben, werden schon von gewissen Staaten, unter anderem von der Bundesrepublik Deutschland, als zu weitgehend kritisiert. Also da kann man sich noch auf einiges gefasst machen. Und ich denke, wir sollten diese Diskussion hier auch sehr aufmerksam verfolgen, denn sie spielen auch für unser eigenes Haushaltsgebaren eine ganz entscheidende Rolle.